Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Enigmate 2, die Nebel von Ravenwood. Wir sind beim letzten Mal hier stehen geblieben. Die Welt draußen hat sich jetzt schlagartig verändert, obwohl wir nur eine kurze Zeit hier unten in der Kanalisation waren. Und ja, mal gucken. Wir müssen jetzt eine Bolze finden, mit dem wir den Bären da irgendwie betäuben könnten. Withered and decaying bodies stuck in barrels and hidden in the catacombs. Why are there so many? Now you're beginning to understand, Detective. This mystery is much larger than three missing people. If you want to find that family before they join the other corpses, you must hurry. I have a feeling they're still alive. Gut. So, heißt, wir uns jetzt einmal kombinieren. Okay. Das kann da mal rein. Das wahrscheinlich nicht, ne? Nee. Okay. Numerous corpses packed in barrels. What did you call it? Oh yeah, a larger mystery. Really? Dozens of old corpses. A shocking view, indeed. I must admit, when I led you through the maze, I hoped you'd find them. What a skilled detective you are. Why? Because this really makes one aware of how serious this case is. As I warned you when we first met, this place is not what it seems. The victims you seek are not the first ones, and if you don't act quickly, they will not be the last. You've stumbled on the tip. I will help you uncover the iceberg. Ah, ja. Okay. Denn ich kann man hier noch... Decipher the rune symbols above the door. They will lead you through the maze. Okay, er wiederholt sich dann einfach nur. You've stumbled on the tip. Now you're uncovering the iceberg. There were many victims. Ah, that's good. Einmal. Schlafmittel. Okay. Schlafmittel haben wir. The souvenir shop doesn't seem to be selling souvenirs. License plates? Car keys? Air fresheners? What does this mean? Okay, viele Dinge aus verschiedenen Wagen. Ich finde dauernd nützliche Dinge. Sachen aus dem Wohnmobil des Simmons. Okay, das heißt, wir müssen jetzt dieses Spiel hier machen. Weil uns halt eine Errungenschaft fehlt. Deswegen... Müssen wir das leider machen? Warte mal. Ne. Ah. Hand- und Handabdruck. Ne, wo war denn das Messer? Da. Hier noch mal so eine Mordwaffe.
Also das dürfen wir jetzt die ganze Zeit machen. Diesmal ist nichts mit Wimmeln. Auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite natürlich schade. Aber wir wollen ja auch die letzten Errungenschaften kriegen, wenn wir das schon. Wenn wir das Spiel schon nochmal machen, dann wollen wir, wenn auch die letzten Sachen haben. Weil du kannst halt immer nur eins machen. Entweder kannst du halt einmal die Wimmelbilder machen oder du kannst halt einmal das hier machen. So. Hier ist noch ein Beweis. The remains of numerous cars are up there, and of those who once owned them. It's hard not to associate this evidence with the bodies, and the Simpson family's possessions are also there. That ticket seller lady stands there on guard. I don't remember why, but I must watch. She doesn't seem to be in her right mind. She didn't even remember giving me the ticket. Then, again, she could be acting. Is she in on it, or a victim playing the role unwillingly? If there's a role she plays, the question is, what is it? Das hat da noch keinen Platz drin, ne? This should put the bear into a nice, deep sleep. Gute Nacht, Bear. So, einmal Batterien wieder einlegen. So. Hey Mom, you're a movie star and I'm the director. One wouldn't find better evidence of what happened here. Now to find new batteries and see what happens next. Okay. Das einmal eins. Das auch einmal eins. 8 von 30 haben wir. Hallo, kopieren, Schätzchen. Kopieren. Kopieren. Okay. Genug Späße getrieben mit dem Vieh. Okay, dieser Totenpfeil wird von einem Balken gestützt. Ich könnte einen Seil an einem Pfahl oder einer Tür befestigen, im Balken einen Stoß versetzen. Das wäre durchaus eine Möglichkeit. Achtung, Erdrutsch. Metterling. Ein gordischer Knoten. Den kann ich nicht lösen. Nö, aber aufschneiden. Dieses Ding fliegt andauernd um den Baum herum. Ja. Metterling. Ja, wenn ich ihn niederschlage, wenn ich den Toten fall. Ja, und wie mache ich das jetzt?
Oder muss ich das erstmal... Warte mal, muss ich das erst hier... So, und jetzt kann ich das wegschlagen. Sehr gut. Hier ist immer eins. Noch irgendwo eins, das freiwillig weg möchte. Nicht gut. Hier ist auch noch was. Okay. Ich hab's genau gesehen, aber... Das ist scheinbar kein Illusionsobjekt. Das dreht sich halt einfach so, ne? Geschlossen. Einfach aufbrechen. Nicht? Nee, okay, scheinbar nicht. Wir brauchen Schlüssel. Ah, hier können wir wieder Memory spielen. Hier. Da. Das? Oh Gott, wo war denn der Liste nochmal da? Wunderbar. Magnet. Geht immer noch nicht. Wofür brauche ich jetzt Magneten? Okay. Gerald Whitmarsh, Besitzer vom Ravenwood Park. Mr. Whitmarshs Anwesen. Das spektakuläre Anwesen gilt nach dem berühmten Carson-Anwesen in Eureka weiterhin als das zweitluxuriöseste viktorianische Haus der Grafschaft Humboldt. Obwohl es in Privatbesitz ist, kann man dessen Vorderseite problemlos von den Wanderwegen unweit des Titanenbaums im Ravenwood sehen. Ah. Okay. Klicke auf die nummerierten Felder, drehe die Scheiben und wähle die richtige Kombination aus. Mit der Pfeiltaste kannst du die Drehrichtung ändern. Okay, wir brauchen als erstes das hier. Da ist es. Also wir haben die 3, die 4 und die 7. Okay. 1, 2, 3, 4. 3 würde nicht gehen. Also 1, 2, 3, 4, 6, 7. Ja, also muss das doch da. Muss ich nur gucken. Okay, warte. Zurück. Achso.
Ja, jetzt muss ich es erstmal falsch eingeben. Ah, nee. Kannst du einfach so machen, okay. Einmal. Dann brauche ich das da. 1, 2 geht nicht. 1, 2, 3 würde gehen. 4, 5, 6, 7 würde auch gehen. Okay. Danach bräuchte ich aber dieses Ding hier. Und da raus wären es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Von hier aus 1, 2, 3. Wir machen erstmal die 7. Dann die 3. Dann wären nochmal 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. 3 und 7. Perfekt. Benötigt Raum mehr. Perfekt, Beweise. So, Verdächtiger würde ich ihn nehmen. The note I found in the safe. No doubt, this refers to the bodies I found in the catacombs. When we link this with people disappearing along with their cars, we start to see the bigger picture. If there is a serial killer here, he might have a special place where he kills his victims. You can't be sure of this, but it's worth checking out. If it's true, then the Simpsons must be kept somewhere near. Indeed. So the most obvious question is, where is it? Okay. Jetzt nicht. Jetzt kann da aber mit hin. Okay, da. Das auch nicht. Okay. Holzpupille. Stromkabel. Okay, das kann ich einmal durchsägen. Da liegen Dietriche. Aha! Okay. Dafür brauchten wir es. Der ist ein Metterling. Das Stromkabel. Es war Whitmarsh. Er hat das Monster herbeigerufen. The Raven has dispersed into air. This is my chance to get across the valley unnoticed. Okay. It's Whitmarsh. He summons and controls that monstrous fog raven.
A perfect guess, Detective. This is our common foe. And no doubt the one who makes people disappear is also responsible for the whole atrocity here. Who is he? Come closer to the slit in the door, and I'll tell you what you want to know. Gut, aber das machen wir auch erst wieder beim nächsten Mal. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Ich bin gespannt, wie es beim nächsten Mal weitergeht. Und ja, bis dahin. Ciao. It's been 2 years since the events of Maple Creek, and I'm still on the hunt for the creature. So far, he stayed one step ahead. But I have a lead.